Wenn mein Jungler ein Level über dem Gegner-Jungler ist, fühlt sich das irgendwie so mega krank an. Kann das irgendwer nachvollziehen, was ich meine? Das ist irgendwie heftig. Als ob wir üble Heads sind. Nö, naja, schade. Und jetzt brauchen wir Wins, Leute. Wir haben jetzt 3-2, das ist nicht genug. So, ich will Skaskaskana spielen. Gegen Kogmalulu. Du kannst dann sich da ein paar Statistiken durchliest, wie viele Mengen an Geld für Microtransactions ausgegeben werden. Ja, hier mein Briefing stand 50% im Gaming-Business. Das ist durch Microtransactions. Das ist crazy, actually. 50%, ja. Im Chat gibt es schon ein paar Wale. Ich finde auch nicht schlimm, dass man überhaupt Geld ausgeben kann. Ich finde es eigentlich nur schlimm, mit Ingame-Währungen so ist irgendwie wack, dass man halt so getäuscht wird, was es wert ist. So, wenn du einfach so optionalen Content dir kaufen kannst, finde ich es eigentlich fein, so. Sobald es irgendwie mandatory wird, Geld auszugeben, ist wack. Oder Richtung Glücksspiel geht, ja. Genau. So Boxen und Lootboxen und so soll es auch alles verbieten, meiner Meinung nach. Totaler Schwachsinn. Kannst du mal kurz erklären, was gegen was gar nicht gut und schlecht ist? Harmonisiert er mit bestimmten Champs mehr, was countert ihn? All-In-Champs sind natürlich sehr gut mit ihm, so ein Kalista oder so. Gegen Champs, die ihn von seiner E abbrechen können, ist er sehr schlecht. Ansonsten ist er sehr gut early in der Lane, weil er sehr viel Poke hat. Also League of Legends zum Beispiel. Klar, die haben auch Macken mit den Lootboxen und sowas, aber overall finde ich das System geil. Du kannst es theoretisch umsonst zocken. Du hast keinerlei Nachteile durch Ingame-Käufe. Und wenn dir das Spiel Spaß macht, kannst du halt ein bisschen Geld reinstecken. Das finde ich voll fair. Schan ballert schon. Oh, der Lee. Der Schaden ist irgendwie schon crazy von Skarner, ne? Mitte gucken, ob wir da was machen können. Leider nicht. Wenn mein Jungler ein Level über dem Gegner-Jungler ist, fühlt sich das irgendwie so mega krank an. Kann das irgendwer nachvollziehen, was ich meine? Das ist irgendwie heftig. Als ob wir üble Heads sind. Nö, naja, schade. Nice. Junge, umgefahren, den Kogma. Das Game läuft gut. Ich hätte nicht gedacht, dass wir gegen Lulu Kogma so gut klarkommen. Der Gangplank kriegt ganz schön auf den Sack, ne? Warum intet jeder Toplaner bei mir? Irelia letztes Game. Gangplank. Ist doch scheiße heute. Genau wie gestern. Hä, mein okay, mein Stein ist da durch ihn durchgeflogen. So lustig aus, wenn ich jemanden aufgeschwießt habe, ey. Boah, Junge, die Shyvana ist ja ultra fair. Die ist 3 Level ahead, 50 CS und es steht 5-0. Das schmeckt. Junge, der Schaden. Die Skarner W fühlt sich so geil zu benutzen. Hat die W, das macht AOE Damage und Slowed und gibt mir ein Schild. Aber quasi wie Jarvan W ein bisschen. Hallo? Jemand da? Ich hätte Locket im Base, ne? Holen wir nochmal. Alter, das ist lecky schmecky Damage, Alter. Shyvana ist so ein Monster. Wir haben noch guten Content vor uns heute, Leute. 19 Uhr dann schön die Scrims mit V9. Endlich mal wieder. 2 Games. Junge, was auch sehr broken ist, by the way, Leute. Krippblum. Was war das für ein Heal gerade? Was war denn jetzt hier? Ja, das ist nicht so geil. Oh, ich mit das hier. YOLO.
GG. Da ist ein weiterer Win im Buche, Leute. Kriegt eine ordentliche Wörter. So, Freunde, nächsten Win eintüten jetzt hier hoffentlich. Auf meine LP zu klauen? Nein, ich brauche die LP doch, Mensch. Letzten Tage lief es bei mir so scheiße, ich brauche jeden Punkt. Boah, Kalista-Skala, habe ich Bock drauf. Okay, gucken wir mal hier. Unsere Kombo ist geil eigentlich. Ich mag die. Boah, unsere Kombo, Freunde. Lecker. Die kann man aber... Steinschmeißer. So hat man mich genannt. Ich habe immer in die Schneeballe noch kleine Kieselsteine reingepackt. Come on, Alter. Not even close. See ya. Nice. Sehr, sehr geile Kills hier. Okay, Junge, er wird ja komplett gegangbankt gerade. Die Avengers. Schade, ich dachte, der dodge nach rechts. Nice, gut gesaved. Das ist auch so stark momentan, glaube ich. Hätten wir hier mal mit eben. So, wir haben Ult wieder ab. Müssen wir einfach in den Turm laufen, oder was? Wie schnell war der Ward weg, hä? Ich habe das Gefühl, dass die Ward-Despawn-Timer irgendwie random sind. Manchmal bleiben die voll lange, manchmal gehen die voll schnell weg. Junge. Ist es Kutscher, ist es Garten, heißt es der Leopard 2. Ja. Junge. Abgeschleppt, die Lulu. Schade. Den können wir mitnehmen vielleicht. Jetzt hat sich wieder Ult. Oh nein. Skarner hat meinen Sub abgeschleppt. Oh nein. Oh nein. Du kommst aus Kalista und Skarner bekommen? Nee, aber... Ich glaube, die Kombo ist eh nicht so krass, so. Das ist für Kalista nicht so geil, wenn du zwei Leute in dein Gesicht ziehst, ne? Da war die Kombo übrigens. Okay, Leute, wir nähern uns dem nächsten Win hier. Wenn wir es jetzt nicht verkacken. Eine Verkackung kann immer drin sein. Rotation. Oh, hier dieses Low. Lecker. Das war echt geil. So rum ist die Kombo viel geiler. Kalista Ult into Skarner Ult. Geil, Leute. Wir sind Master. Juhu. Ein crazy geiles Game. Okay, Leute, ich mache jetzt Pause. 19 Uhr geht's weiter mit Scrims. Ich schicke euch noch weiter zu Sola. Und wir sehen uns dann nachher. Oh, ich habe jetzt gleich Brücki. Das ist Brücki. Scheiße. Sola, nicht Brücki. So.